Was soll ich denn supplementieren? Alle raten davon, nimm Vitamin B12, du musst deinen Eisenhaushalt im Gewahrsam haben, Testosteron haben die Veganer zu wenig und natürlich sowieso Vitamin D. Und ja, was ist denn mit Magnesium, Zink und Selen und Jod vor allem bei Frauen? Also, die Versuchung ist groß. Wir wissen alle nicht mehr, wo wir einen Mangel haben, wo wir gegebenenfalls was supplementieren müssen oder vielleicht überhaupt nicht supplementieren sollten. Und dementsprechend kriegst du in diesem Video die Antwort darauf, wie du optimal weißt, was und ob du supplementieren sollst und warum ein Test die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du gesund, fit, jung und schön bleibst. In diesem Sinne, bleib auf jeden Fall bei diesem Video dran. Es gibt jede Menge geiler Informationen und zwei ultimative Geheimtipps. Hallihallo, es wird dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, weil ich nämlich ein paar Tests gemacht habe und mittlerweile wirklich genau weiß, wo bin ich im Mangel und das kann ich dann dementsprechend ausgleichen. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt weiß, dass ich kein unnötiges Geld verbrate mit irgendwelchen Supplements, die einen Haufen Geld kosten und die mein Körper dann überhaupt nicht braucht, ja, die sogar dann vielleicht Ballast darstellen, weil der Körper sowieso im Überschuss ist und er muss sie wieder loswerden oder umwandeln. Und dementsprechend rate ich dir dazu, auf jeden Fall zwei Sorten von Tests zu machen, die dir dabei helfen, in deine Gesundheit und in deine volle Performance zu kommen und dabei noch jung, sexy und fit auszusehen. Und das erste Test, oder das erste Testkit sind letztlich Bluttests oder Speicheltests, die checken, ob mit deinem Vitamin, mit deinem Mineralstoffhaushalt und letztlich eben auch mit deinen Hormonen und mit all den Dingen, Proteinen, Fetten, Kohlenhydrate, alles da ist. Also vor allem Vitamine und Mineralstoffe sollten hier gecheckt werden. Bei Veganern eben, wie gesagt, Vitamin D und Vitamin B12. Vor allem die ganze Vitamin B-Reihe ist ganz, ganz wichtig für die Power, für dein Gehirn, für deinen Körper. Da haben ja Veganer öfter einen Mangel und auf der Mineralstoffseite vor allem Eisen und Magnesium sind da eben zum Beispiel ganz wichtig, dass wir da einfach mal checken. Und da gibt es von zwei Anbietern, gibt es zwei verschiedene Tests. Einmal hier ist Lykon mit dem MyVeggie-Test. Die checken Vitamin B12, Eisen und noch ein männliches Sexualhormon mit diesem Test. Und dann gibt es SaraScreen hier. Die haben einen Super MyVeggie-Test oder einen Veganer-Test sozusagen, der quasi den Vitamin B12-Haushalt checkt, den Eisen checkt, aber auch den kompletten Mineralstoffhaushalt checkt. Also da hast du Magnesium, Zink und so weiter alles mit dabei und noch einen Omega-3-Test. Den empfehle ich dir auf jeden Fall, also den SaraScreen-Test Kombi-Paket Veggie heißt der. Ich verlinke dir den auf jeden Fall hier unter dieses Video, dass du da einfach mal komplett dein Vitamin- und Mineralstoffhaushalt checken lässt, weil der halt absolut Sinn macht. Oder wenn du eben gezielt weißt, dass du einen Mangel haben könntest oder wirklich nur auf einen Wirkstoff testen kannst, dann gibt es hier zum Beispiel von SaraScreen auch diese Einzeltests. Na, da würde ich eben auf jeden Fall einer von diesen drei empfehlen, Eisen, Vitamin B12 oder Vitamin D. Die sind super. Und ich lasse mir ab und zu noch Testosteron checken und dann habe ich letztens auch so einen Proteintest gemacht. Welche Proteine vertrage ich gut und welche nicht? Und da gibt es halt für alle möglichen Sachen immer diese Einzeltests, die kosten zwischen 20 und 40 Euro, also wirklich keine Investition. Und dann weißt du, wo du im Mangel bist. Bei mir ist es zum Beispiel Vitamin C gewesen, Magnesium gewesen, ich hatte noch Vitamin D-Mangel und Magnesium. Und Silizium. Also das heißt, ich habe mir jetzt zum Beispiel kolloidales Vitamin C und Magnesium geholt. Magnesium für auf die Haut, das Vitamin C zum Trinken. Vitamin D habe ich mir Tropfen geholt und Silizium habe ich mir auch in kolloidaler Form geholt, weil dann wird das noch viel schneller aufgenommen. Ja, und jetzt habe ich in diesen Sachen keine Mängel mehr. Die anderen Sachen waren sowieso okay und ich fühle mich viel besser, ich bin leistungsfähiger, ich bin
fitter, es geht mehr im Fitnessstudio und natürlich auch woanders. Also das Nummer eins. Und dann habe ich immer echt krasse Verdauungsschwierigkeiten gehabt, Blähungen, volle Gefühle und so weiter. Und da machen diese Tests halt wenig Sinn, weil die meistens da keinen Einfluss auf das ganze Thema Verdauung haben. Und wenn wir wissen, dass der Tod im Darm sitzt oder eben auch die Gesundheit im Darm sitzt, dann brauche ich ganz klar einen Darmflora-Test. Also das heißt, die Darmflora ist die Gesamtheit aller mikrobiotischen Bakterien und anderen Viren, Bakterien, die im Darm sitzen. Also das heißt, da gibt es dann die probiotischen Bakterien, die dafür da sind, dass unsere Darmgesundheit optimal ist. Dann gibt es die Präbiotika, was letztlich wieder Futterstoffe sind für die probiotischen Bakterien, also beispielsweise Ballaststoffe. Und dann gibt es zum Beispiel eben auch die Enzyme, ja, die eben auch ganz wichtig sind für unsere Verdauungsleistung. Also ein ganz einfaches Beispiel: Menschen, die laktoseintolerant sind, haben zu wenig oder nichts von dem Enzym Laktase, was letztlich die Laktose spalten kann und verdauen kann. Und da muss ich natürlich wissen, wie es darum aussieht. Und da habe ich vor ein paar Monaten schon Biomes ausprobiert, so ein Startup in Berlin. Da war ich auch da, habe mir das Labor angeguckt, alles Mögliche. Auch dazu habe ich dir einen Link geschickt hier. Und das sieht dann so aus. Das ist auch so ein Testset, ist total einfach. Anstatt das Blut abzunehmen, nimmst du da mit so einem Wattestäbchen ein bisschen was von deiner Kacke und schickst es dann ein und kriegst dann 3-4 Wochen später eine riesengeile Auswertung, mit welchen probiotischen Bakterien du gut besiedelt bist, welche dir fehlen, welche du supplementieren müsstest, und du kriegst einen kompletten Ernährungsplan inklusive Rezepten komplett kostenfrei mit dazu. Also das ist richtig geil. Der Test kostet mit dem Gutscheincode, den du verwenden kannst, ich glaube, der Gutscheincode ist vegan, nur um die 100 Euro. Das ist also ein Witz. Und wie gesagt, bei den Standardtests hier, das sind meistens Bluttests, da musst du dir nur einen Pieks in den Finger machen, dann tropft das Blut auf diese Pads drauf und das tut überhaupt nicht weh, geht ruckzuck. Und manche Tests sind auch mit Speichel, die sind noch einfacher, musst du 12 Stunden nüchtern sein, also am besten frühs machen. Und dann bist du da hervorragend aufgehoben. Ja, also von daher, dann hast du deine Verdauung mit dem Biomes-Test optimiert und du hast deinen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt mit den Sarah-Screen-Tests optimiert und dann bist du perfekt aufgestellt. Du weißt ganz genau, wo deine Mängel liegen, kannst die quasi optimieren, kannst die gezielt optimieren, sparst Geld, indem du andere Produkte überhaupt gar nicht erst kaufst und bist aber dafür in deiner vollen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und noch dazu geht es völlig easy von zu Hause aus mit einer Investition von maximal 100, 200 Euro, je nachdem, was du eben testen lassen musst. Und ich denke, das ist es absolut wert, das zu machen. Check einfach die Informationen aus, da habe ich dir alles nochmal verlinkt. Und in diesem Sinne sage ich dir, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, mach deine Tests, denn das ist die Basis, um die optimale Ernährung, die optimale Gesundheit, die optimale Leistungsfähigkeit zu finden und letztlich eben auch jung, fit und gesund auszusehen. Alles, alles Liebe, dein Christian.